Ich bin am Arsch. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Hitman 2 Let's Play. Viel Spaß mit diesem Video. Leute, wir sind heute mal in Miami und wir haben hier zwei Ziele. Einmal Sierra Knox und Robert Knox. Und ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Viel Spaß mit der Story. Your destination is the annual Global Innovation Motor Race in Miami, Florida. After analyzing the data from Reynard's computer, the case is clear. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox, head of robotics developer Kronstadt Industries. A visionary inventor and technological innovator, Robert Knox has spearheaded Kronstadt Industries to the bleeding edge of technological development. His equally brilliant daughter, Sierra, is not only a financial wizard, but also a fiercely competitive race car driver with a fiery temper to match. Kronstadt enjoys enormous popularity with global consumers. However, few are aware that the company is also one of the world's leading suppliers of next-gen military tech. Last year, despotic ruler Jin Po employed prototype Kronstadt drones against peaceful civilian protesters in the now infamous Tungyan Valley incident. And although it has yet to be proven, there is little doubt that the Knoxes personally broke the deal, making them complicit in a war crime. It is unclear why the Knoxes would betray their masters, but likely the fear of being next on the Shadow Client's hit list has pressured them to cut a deal with the enemy. Undoubtedly, with Kronstadt Industries on their side, the militia will increase their attacks tenfold, and so our contract obligates us to retire Robert and Sierra Knox and contain the damage they may inflict on Providence. Das I will leave you to prepare. Mach ich gerne. Oh ja, Leute, willkommen zu einem weiteren Video von Hitman 2. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Nice, let's go. Ich würde sagen, wir spielen. Wir gehen, ja. Nein, ich will keine Anleitung. Ja, Miami, bitte mit aktiver Anleitung starten. Leute, ich bin das erste Mal in Miami. Ich würde sagen, ich starte auch mal mit einer kleinen Anleitung. Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Boah. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. The Kronstadt RK Mark III has seen fierce competition from the Chinese Kowloon Heavy Industries' new racer. Moses Lee, CEO of Kowloon, has taken a dominant lead and looks invincible. Sierra Knox will need to risk it all if she wants to win for the third year in a row. The stakes are as high as they can get. Oh ja, Leute, das wird nice. Wir töten gleich eine Rennfahrerin. Eine gemeine Rennfahrerin. Das ist okay. So. Und sind hier viele Menschen. Schönes Outfit habe ich da. Alter, so sieht Miami aus. Chillig, Digga. Ziemlich chillig. Okay. Gut, eliminieren Sie Sierra Knox und Robert Knox. Alright, das ist so meine Challenge heute, Leute. Zwei. You are trespassing. Please turn around. That's it. Filzen lassen. Ah, alright. Ja, er muss mich einmal durchchecken lassen. Jetzt K.O. schlagen, Alter. Nein, nein, Leute, es ist ja alles gut. So. Okay, let's go, sir. Thank you. Okay. Alter, was ein Event, Alter. Es ist halt so unvorstellbar, weil ja gerade Corona ist und sowas ist, ja, sehr, sehr weit entfernt noch, Leute. Okay. Alter Schwede, was für Karren das einfach sind. Holy shit. Richtig krasse Karren. Okay, darf ich mich hier irgendwer nicht sehen? Mal so als Frage. Okay.
gibt ein paar Wachmänner. Alright. Okay, und hier ist schon die Rennstrecke. Ist das hier die Pole Position oder was? So, Digga, aus dem Weg. Soll ich mal? Okay. Da ist jemand. Da wurde mir was angezeigt. So, darf ich mal? Danke. See that red car 47? That's the Kronstadt race car with Sierra Knox behind the wheel. Das rote Auto? Das rote Auto. Ich habe noch gar kein rotes Auto gesehen. Geh mir mal hinterher. Könnte mir vielleicht ein bisschen was. Oh, Digga, lecker. Was gibt's denn hier? Darf ich was? Anrufen. I don't care about your problems, all right? I made it clear this morning that if things didn't change, I'd be off the Kronstadt team. Half an hour later, I have to listen to Knox berate my skills as a mechanic because the roll cage interferes with the radio signals from Sierra's suit. No more. I'm done. Yes, I know you're a man short now, and no, I don't give a rat's ass. Ich glaube, wenn wir diese Person umlegen und dann sich als diese Person verkleiden, haben wir mehr Möglichkeiten, weil das ja Mechaniker ist, fand ich. Ich darf Toilette. Das ist jetzt meine Chance. Sieht jetzt keiner. So, dann erstmal verkleiden. Komm mal her, du. Dann komm mal her. Dann Schlüsselkarte nehmen. Geh, nimm ich. Dann zieh ich dir mal. Komm, kommen Sie rein hier. So. Oh. Oh. Ich möchte nicht ducken, Alter. Okay, perfekt, Digga. Wie kann ich denn von dem Sneaky-Modus wieder runtergehen? Weggehen. Ich kann auch wieder aufstehen, oder? C, oder? Ja, es ist C gewesen. Ich wusste es, Leute. So, okay. Suchen Sie Kronstadt. Kronstadt Werkstatt. Perfekt, ja. So, jetzt bin ich hier Mechaniker, Leute. Ulto. Ich bin VIP, Allah. Auf dem Weg. Alter, was sind das hier? Be mindful of roaming security guards. Some of them may work out. Digga, chill halt. Use the crowds to hide in if needed. Okay, was kann ich hier machen? Ah ja. Hier eine Ansprache halten. Chillig, Digga. Nee. Untertauchen. Chillig. Da muss ich hin. Hat mich nicht gesehen. Hallo, Sir. Hallo. Darf ich immer? Suchen Sie Kronstadt Werkstatt. Ich hab Sie gefunden, Junge. Ich krieg die Tür aber nicht auf. Ah, Digga. Hier ist auch ein Key. Der denkt sich jetzt aber auch, ist der, was läuft der da gegen die Tür, Junge? Ich darf das. Schließen. Sprechen Sie mit Grace Miller. Ist der hier? You're the junior slip wrench who got injured yesterday, right? Richtig. Ich bin der Neue hier. I suppose I am. Great, this is your lucky day. Do well and there's mein Glückstag. Got it. All right, everyone, look alive and get to your stations. Sierra may come in for a last minute pit stop and I need you ready and able. You, rookie, get into position. Grab your preferred tool and ich geh auf Position. Prepare. Ich mach hier. Today's your day to shine. Let's do this. You should investigate your station. Ja, richtig. It seems there are several. Mach ich mich mal hier bereit. I suggest finding a pneumatic wrench. Hier ist der nicht. Ich muss hier was suchen. Okay. Also wir brauchen diesen Schrauber. Der ist wahrscheinlich hier. Ist auf irgendwo hier safe. Das ist ein Motor. Auch gut. Ah. Hier hinten? Nee, sind. Sehen Sie mich nicht komisch an. Untertauchen.
wirklich um was weiter, Alter. So, jetzt aber weiter hier, Leute. Wir müssen die Mission hier weitermachen. Nicht mit. So. Okay. Wahrscheinlich irgendwo auf dem Tisch. Ich brauch das mal. Danke. Geht darum, locker einen Wagen. Helped make the accident happen? Wouldn't be the first time during this. Hey! Ich bin am Arsch. Scheiße. Oh, scheiße. Ich hab einfach zwei Mechaniker getötet. Kann ich dich hier reinpacken? Schnell weg. Alles mit, oder? Hier? Weg, verbergen. Digga, da war die ganze Zeit jemand. Ist hier eine Mülltonne oder so? Hier. Boah, Digga, schaffe ich das? Schlüsselkarte nehme ich. Kriege ich das hin? Na, Digga, ich hau schnell ab. Ich hau lieber schnell ab. Nehmen Sie Ihre Position ein. Okay, das mache ich. Mal noch ein paar Sachen gucken. Okay. Das ist meine Position hier. Okay. Lass mich mal ready hier. Oh, Rad lösen. Alright. Es geht los. Spannend. Ich habe einfach zwei Mechaniker getötet. Scheiße. Die haben gar nichts gemacht. Die haben nur an der Bier getrunken. Alter. Bei Reifen? Abfahrt. Oh, was tut mir. And now for a bit of maintenance. Target down. Next up, Robert Knox. Das war ich nicht. Oh, der jetzt kommt. Ja, guck mal. Kommt die ganze Presse direkt, ne? Mach direkt hier ein Foto oder was? So. Klar, der ist tot. Der ist einfach tot. Okay, der ist ein Officer. Okay, ich muss mich eigentlich wieder verkleiden. Okay, jetzt muss ich nur die Zielperson erstmal finden. Wo ist die Zielperson? Was kann ich hier mitmachen? Kann ich hier trinken? Manipulieren? Kabel freilegen. Ja, warum soll ich das denn machen? Es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, diese Mission hier zu absolvieren. Aber wo ist die? Okay, da oben irgendwo. Holy shit, wie komme ich da denn hin? Na gut, mit der Anleitung ist es halt relativ einfach, denke ich mal. Aber ich glaube, für den Anfang ist das auf jeden Fall okay. Gar nicht gut. Suchen dich hier nach mir. Als Presse komme ich da näher. Komme ich da weiter? Ich weiß es nicht. Okay. Das habe ich nicht gemacht. Alles gut. Alter, hier ist ja voll die Disco drin, Junge. Okay. Wo ist die Wache? Da hinten ist die Wache. Okay, ich müsste dann, wenn die Wache weg... Ich müsste mich verkleiden. Ich müsste sie hier anlocken. Aha. Das hört sich ein bisschen krass an. Okay, nee. Okay, ich lasse sie in Ruhe, okay. Was ist das hier? Okay, komme ich sowieso nicht dran. Na dann. So, wo ist denn jetzt die Person? Die ist da hinten irgendwo. Die Wache ist da. Kann ich hier schnell untertauchen? Wieder in die Gruppe, in die Masse. Und dann erstmal den chilligen Überblick verschaffen. Dann kommt der nochmal. Verdammt. Ich
bin ich eingekesselt von denen. Okay, komme ich von hier aus irgendwo anders hin? Oh, nice. Das ist sehr gut. Mister, are you aware that you're in a restricted area? Nein. Hey, you're coming with me, capisce? Warte mal. Ich mach hier nichts. Ja, ich höre sie. Ja. Okay, dann komm ich halt mit. Just keep walking. Very good. And you, sir, are free to go. Have a nice one. Boah, Digga, wieder jetzt. D. Ah. Boah, okay, er will Stress mit mir, Junge. Er will Stress. Verkleiden. Jetzt bin ich Officer. Hä, hey, welche? Echt nicht? Hey, you. Answer me when I'm talking to you. Ja. Was mache ich hier? Ich lege mich gerade mit einem Polizisten an. Scheiße, er könnte mich erkennen. Scheiße. Digga, wie konnte ich nochmal? Aua. Wie konnte ich nochmal? Scheiße, wie geht die Kackwaffe nochmal? Ich hab's einfach vergessen, Digga. Hat er eine Karte? Irgendwie eine Waffe? Der hatte doch hier eine Waffe. Guck hier. Auf dem Boden liegt eine Waffe. Die muss ich nehmen. Okay, er hat mich nicht gesehen. Digga, jetzt jagen die mich. Alter, der muss doch noch safe eine Karte bei sich haben oder so, Alter. Die Tür nicht auf. Scheiße. Voll verkackt. Jetzt jagen die nach mir. Digga, welche Taste war das? Bin ich auf den Kopf gefallen, Alter? Vergessen, welche Taste das war, wo. Inside the Sphinx? Nicht mehr lange, Digga. Ich bin am Arsch, Alter. Scheiße, Digga, ich komm hier gar nicht mehr. Ich muss die Taste erst wieder finden. Komm, rein da. Die Waffe, rein da. Jetzt muss ich erstmal gucken. Mit I war das, Digga. Mit I. Könnte ich hier irgendwo anders im Waschbecken zum Überfluten bringen? Da müsste der doch kommen, oder? Schüsse wurden gehört, aber nicht von wem. So. Ein Maskottchen. I'm here now. Ready to meet up with Sierra Knox over at the hotel. Yeah, after the race. I just gotta pick up the documents from my van, but I had to knock out a guy and steal his flamingo outfit. Now I can't find my car keys. Yeah, I know it's dumb.
I think I lost him in the scuffle, but the real mascot is still over there. Ich brauche dieses Outfit. Wo kann ich ihn reinlegen? Kann ich ihn da? Okay. Anziehen. Boah. So, so kommt es jetzt mit. So. Mega geil. Einfach ein Flamingo-Outfit, Leute. Okay, das war jetzt sehr schlecht, was ich gemacht habe. Das hat jetzt gar keiner gesehen. Ich bin einfach ein Flamingo, Digga. Es ist so nice. Ich bin einfach ein Flamingo. Davon erstmal ein Screenshot machen, Leute. Einfach. Einfach ein Flamingo, Alter. Das ist ziemlich nice. So. Okay, Leute, wir müssen uns jetzt hier aber auf den Weg machen. Wo bin ich? Wo bin ich, Alter? Holy shit, ich bin ja einfach draußen. Muss ja wieder reingehen. Da ist die Brücke. Ich glaube, ich bin hier schon im Bereich, wo ich gar nicht hin dürfte. Okay. Hier sind sehr viele Bullen gerade. Jetzt hier. Ich müsste da auf die andere Seite kommen. Als Police Officer würde ich hier durchkommen. Dann hätte ich mich doch vielleicht sogar verkleiden sollen. Okay. Polizisten schauen gerade nicht. Leute, ich bin geborener Hitman. Ich bin geborener Hitman, Digga. Unbefugtes Betreten. Ja, ich weiß schon. Ist hier jemand? Zwei Leute, ich müsste einen dieser Kameramänner ausschalten. Beide? Okay. Ziehen, komm mal mit. Dass dein Kollege uns nicht sieht. So, jetzt ziehe ich mich ganz kurz um. Yeah, boah. Jetzt gehen wir hier als Race Marshal zu diesem Typen, der hoffentlich noch hier ist. Wenn er hier nicht ist, ne? Dann raste ich aus, Alter. Müsste hier sein noch. Ja. Okay. Wir sind schon auf der richtigen Seite. Okay, hier kommen wir nicht lang. Mal gucken. Wir müssen hier doch irgendwo reinkommen. Die Kacke. Ja, safe, ich komme hier durch, oder? Salutations, my friend. Okay. Ich muss mal ganz kurz hochgehen. Okay, I'm done. Security will deal with you. Okay. Ich muss jetzt laufen. Da könnte mich jemand erkennen? Nee, ne? Okay, wir kommen dem immer näher, Leute. Wir kommen dem immer näher. Trinkedose nehmen. Man weiß noch nie, Leute. Für so einen kleinen Drink, aller. So.
Ui, ui, ui. Was haben wir hier? Münzen. Nehme ich auch mit. Kann man gut ködern. So, ist hier... Ach, wo ist die C-Person? Da oben. Uff. Schon sehr nah hier. Schon sehr, sehr nah hier. Okay. Wir sind richtig nah. Wo ist die Person? Da oben. Okay. Okay, unbefugtes Betreten ist jetzt hier schon wieder. Oh Gott. Okay, Digga. Scheiß drauf. Komm ich nicht lang. Komme ich als so ein Typ da rein? Da ist ein scheiß Wachmann. Ich könnte sie hier reinbringen, die beiden töten und ihn mit reinnehmen. Das wäre aber zu auffällig wahrscheinlich. Muss mal gucken. I'm afraid this is a restricted area. That is Robert Knox, genius inventor. Black Market's weapons dealer and Providence defector. Both targets down. Well done. Oh Gott, aua, aua, aua. Aua, aua, was war die Taste nochmal? Z, I, ne? I. Digga, wir haben die Waffe? Doch, wir haben die Waffe noch. Alter, aua, 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 aua. Wir müssen abhauen. Das war zu random. Dürfte ich mal, danke. Okay. Ausgang. Finden Sie einen Ausgang? Da ist ein Ausgang. Der ist aber geschlossen. Da ist mein Ausgang. Da, in 150 Metern. So, da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang, Leute. Wir haben es gleich geschafft. In die Menge mischen. Das war gerade sehr random, der Kill. Der Digga, der war einfach vor mir. Tschüss. Schnell abhauen hier. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Das ist unser Abgang hier. Ins Freie. Mission verlassen. Okay, es war nicht klug, was ich gemacht habe. Aber es hat funktioniert. Und das ist ja das, was zählt. Ach, ich hab's geschafft. Die einfach mit einem Schraubenzieher in den Rücken. Komplett, Alter. Okay, guck mal, es gab richtig viele Möglichkeiten. Und wir haben nur 3 davon, 4 davon, 5, 6. Ja, also seht ihr mal, wie viele es gibt, ne? Deshalb wird man vielleicht irgendwann mal die Mission noch einmal spielen. Ne? Also wird ziemlich nice in der nächsten Zeit, Leute. Danke, dass ihr bis hierhin hoffentlich geschaut habt. Und wir sehen uns zum nächsten Hitman 2 Video wieder. Habt noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.